Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch wieder einen Abzocker mitgebracht. Tja, der ist auf jeden Fall wieder einer von der streitlustigen Sorte. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Ja, grüß Gott, Herr Lausenbergl. Eugen Möller ist dran, Manager von der Finanzberatung GW Capital. Herr Lausenbergl, ich sehe gerade, dass Sie übrigens den Handelskunde euch haben. Fliegst du neben mir gekommen in den Börsenhandel? Ja, ich habe da auch so eine Werbung geklickt, ja. Genau. Das ist ja unser Partner. Die machen Werbung für uns. Also wie die Zentrale, Evo Capital, ich schicke Ihnen nachher, ich habe Ihre E-Mail-Adresse eintragen, ich schicke Ihnen nachher den Zugang zu dem Handelsplattform, zu dem Handelskonto. Aha, der nette Typ will mir also erklären, dass das ein Werbepartner ist. Ich denke, ihr könnt euch alle vorstellen, dass es kein Werbepartner ist, sondern lediglich deren Betrugswebseite, womit die eure Daten abgrasen, um dann hinterher anrufen zu können. Ja, und dann das Schauspiel seinen Lauf zu lassen. Was anderes ist die Webseite, wo ich mich eingetragen habe, definitiv nicht. Nichts anderes als Bauernfängerei. Man will möglichst viele dumme Menschen irgendwie abgrasen, die gerade irgendwie in Geldsorgen sind und Geld verdienen wollen oder einfach nur naiv sind oder gar nicht wissen, was sie da tun. Oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall, dass irgendein Bösewicht eure Daten da einträgt und ihr gar nichts dafür könnt, dass ihr da eingetragen worden seid. Ja, und dann folgen solche Anrufe. Und das ganze Spielchen hört auf jeden Fall auch nicht auf, weil die Callcenter natürlich auch untereinander ihre Daten verkaufen, beziehungsweise, naja, vielleicht gehören die auch alle irgendwie zusammen und dann, naja, ist es sowieso klar, dass die hinterher alle nochmal irgendwann anrufen. Weil, tja, wenn das Betrugmodell bei einem nicht funktioniert hat, kann man es ja über das nächste Callcenter einfach probieren mit dem nächsten Mitarbeiter. Manchmal ist vielleicht jemand dabei, den man dann doch sympathisch findet und der die richtigen Worte findet, euch dann, ja, zu bescheißen. So wird es hier, denke ich mal, gehandhabt. Also man ruft so lange bei euch an, bis man irgendwann mal endlich da Geld eingezahlt hat. Ich meine, aufhören tut es dann danach sowieso nicht, weil man es dann immer noch mal weiter probieren kann. Dann kann man ja die anderen Firmen wieder schlecht reden und sich mit seiner eigenen Firma wieder so in den Himmel loben. Naja, nur glauben sollte man das alles nicht. Mhm. So, Herr Lausenberg, ich wollte Ihnen kurz erklären. Erstmal, wie wir arbeiten, da werdet ihr Bescheid wissen. Wir sind die internationale Finanzberatung, direkt an der Börse angeschlossen und wir geben unseren Kunden zwei Möglichkeiten, nebenbei bei der Börse Geld verdienen. Einmal können wir ein spezielles Programm installieren, das automatische Handelssystem. Das ist ein sogenannter Roboter, der dann automatisch für Sie sozusagen handelt. Der sucht passende Angebotsnachfrage. Das Dramatische hier eigentlich an der Geschichte mit diesem Callcenter ist, dass der Typ, der hier an der Leitung ist, der hört sich tatsächlich deutsch an. Also das klingt für mich nach einem schwäbischen Akzent, also zumindest irgendwie so aus der Region. Und das ist eigentlich auch dramatisch. Aber das Ganze, das erkennt man und sieht man auch immer wieder auf Facebook, dass die Typen immer wieder Leute aus der Region suchen, die eben Deutsch sprechen. Und es gibt leider auch deutschsprachige Menschen, die sich dann dort einfach bewerben und bei dem ganzen Betrugsblödsinn nachher dann auch mitmachen. Das ist schon besonders dramatisch, dass unsere eigenen Landsleute uns eigentlich versuchen abzuziehen. Woran das liegt, weiß ich leider nicht. Vielleicht ist es der Druck, Arbeit zu haben. Keine Ahnung, mittlerweile sind die Situationen auf dem Arbeitsmarkt ja wirklich ziemlich brenzlig. Da kann es schon sein, dass man da dann auch mal eine Alternative sucht. Das Problem ist, dass diese Alternative, die man hier hat, ja, ist nichts anderes als Betrug und Verarsche. Öffnet die Position und die wird dann ebenfalls, also inklusive dem Gewinn, geschlossen. Die andere Möglichkeit wäre die Zusammenarbeit mit einem von unseren Finanzberatern. Das ist ein erfahrener Börsentrader, der kann Sie kontaktieren, wann Sie Termingeber. Und Ihnen die Tipps geben, was an dem Moment bei der Börse lukrativ ist. Zwei, drei Varianten. Und dabei sagt Ihnen, wie viel können Sie bei jeder Variante verdienen. Wenn Ihnen etwas gefällt, dann gehen Sie selbst ins Ihr Handelskonto rein und damit einen Klick zur Börse und er hilft Ihnen, die Position da zu finden und zu öffnen. Mhm. Ist das soweit klar? Die Positionen, die werden auch ebenfalls automatisch geschlossen, sobald das Ziel erreicht ist. Bei jeder Position, bevor Sie das öffnen, wird das sozusagen ein Gewinn fixiert. Das Traurigste an dieser ganzen Geschichte ist ja nicht, dass hier ein Deutscher anruft, der dem Anschein nach wirklich aus Deutschland kommt. Das Traurigste ist eigentlich, dass er genau den gleichen Blödsinn erzählt wie alle anderen Betrüger. Also es fängt ja schon erstmal überhaupt damit an, dass er gar keine Berechtigung hat, überhaupt auf der Leitung hier anzurufen. Das heißt, er begeht eine Kaltakquise und macht sich damit schon mal strafbar. Ja, und dass das ganze Modell dahinter auch strafbar ist, weiß ich nicht, ob er das weiß. Keine Ahnung, ob er so weit schon ist an dem Punkt in seinem Job, dass er das begriffen hat, was er da überhaupt tut.
Auf jeden Fall ist es ziemlich gruselig, ne? Also der kommt aus Deutschland, der spricht Deutsch und vermutlich, wie gesagt, am Akzent würde ich jetzt sagen, der kommt so aus der Schwabenrichtung. Ja, und das finde ich schon ziemlich beängstigend, wenn wir von unseren eigenen Leuten mittlerweile beschissen werden. Und sobald dieser Gewinn da erreicht ist, also die schließe ich da automatisch. Da brauchen Sie nicht extra Verfolger oder da reingehe. Mhm. So. Und so arbeiten Sie halt. Also nach Ihrem Wunsch und Laune, also in dem Ausmaß, Sie selbst entscheiden. Und falls Sie dieses Geld brauchen, dann also ist dieses Handelskonto, die Sie gerade angelegt haben, mit Ihrem Bankkonto gebunden. Da können Sie das problemlos jede Zeit das auszahlen lassen. Aha. So, ist das denn soweit klar, Herr Lassenwill? Ja. Ja, so, jetzt zum Ausgabe. Also, das Beste ist, dass wir kosten persönlich Ihnen gar nichts. Also, wir bekommen unser Geld provisionsmäßig direkt bei der Börse. Die einzige Ausgabe, die auf Sie zukommt, um das Handelskonto zu aktivieren und mit dem Handel zu beginnen, muss ein Mindestbetrag von 300 Euro drauf sein. Von diesem Geld können Sie dann also pro mit je 50 Euro bei jeder Position einsteigen. Das Beste an diesem Betrügergespräche ist eigentlich, dass der Typ wieder komplett selbst seine eigene Zeit verschwendet und jede Menge Kram erzählt. Ich sag ja nicht mal wirklich was. Und naja, weiß ich nicht, ob man das jetzt hier auch als Interesse werten kann, was ich da so am Telefon von mir gebe. Weil viel ist es ja nicht. Aber er labert und labert und labert und labert. Und naja, das Erschreckende dabei ist, dass es halt wirklich genau der gleiche Blödsinn ist, wie man von allen anderen Betrügern jedes Mal an der Leitung hört. Es wird echt nicht besser. Tja, also von daher, den unterscheidet nichts von allen anderen Betrügern. Mit dem einzigsten Unterschied, dass der hier scheinbar dramatischerweise auch noch deutsch zu sein scheint. Herr Lassenwill? Ja. Ja. Also, die einzige Ausgabe 300 Euro. Ist ein Mindestguthaben, was an Ihrem Handelskonto sein muss, bevor Sie überhaupt mit dem Handel beginnen. Mhm. So, ist das für Sie möglich? Ja. Ja, okay. Wie möchten Sie das Geld einzahlen? Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder Online-Banking oder mit der Karte. Master oder Visa, direkt. Was ist denn da besser? Online-Banking? Na, was ist denn da besser? Ja, besser ist der einzige Unterschied. Also mit der Karte ist das Geld direkt da. Und mit der Online-Banking müssen wir zwei Tage warten, bis das Geld tatsächlich da ist. Na, immerhin redet er hier nicht gleich von irgendeinem Screenshot, den er da haben will, sondern dass man da eben 14 Tage warten muss, bis 2 Tage warten muss, bis man da letztendlich anfangen kann, dann zu handeln. So ist es in der Tat tatsächlich. Man wartet einfach, bis die Kohle auf dem Konto eben drauf ist, ne? Also die Bankbearbeitungszeit. Ist ja ganz normal. Hier ist er zumindest schon mal nicht so aufdringlich wie die meisten anderen Betrüger, die wir hier an dem Telefon haben. Was wäre es für Sie? Weiß ich nicht, was ist denn da besser? Uns ist egal, also wir können das mit der Karte machen direkt. Falls Sie eine Visa oder Master haben, können wir das direkt versuchen. Mhm. Oder ich schicke Ihnen, also das ist ja viel einfacher, also die Überweisungsdaten, da können Sie die Überweisung locker machen. Und aber 2 Tage warten Sie halt. Ja. Bis wir da anfangen. Geht es? Ja. Okay, sagen Sie mal bitte, so ich habe hier Ihre E-Mail-Adresse stehen, gerald.lausenberger@mdccfun.de. Stimmt es? Mhm. Also soll ich an die E-Mail-Adresse die ganze Daten schicken? Was denn für Daten? Ja, die Überweisungsdaten. Ich dachte, das und Zugang zu Ihrem Handelskonto. Bitte? Ich dachte, das andere ist besser. Ah, Sie meinen mit der Karte? Mhm. Ja gut, wenn Sie eine haben, dann können wir das gleich machen. Ja. Okay. So, Sie sind jetzt online. Ja, gleich wieder am Computer, ja. Also soll ich am okay, Computer gehen? Dann gehen Sie rein. Bitte? Soll ich am Computer gehen? Natürlich, ja. Dann gehen Sie nochmal online, dann probieren wir halt. Und wo muss ich das machen? Sie waren gerade online, oder soll ich Ihnen das nochmal die Daten zuschicken? Ich geh mal gucken, Moment. Gut.
Ja, hier lassen wir uns auf jeden Fall wieder jede Menge Zeit, um richtig viel Zeit von dem Betrüger zu verplempern. Umso mehr Zeit wir den hier am Telefon haben, umso weniger kann er andere Leute verarschen. Und dadurch, dass der hier tatsächlich der deutschen Sprache auch mächtig ist, auch wenn er vielleicht nicht so ganz auf der Höhe wirkt und nicht so richtig antworten kann auf das, was man da fragt. Ja, aber hier kann es tatsächlich sein, dass der schon eher die Leute bescheißt. Denn hier ist zumindest erstmal das Kriterium weg, dass er keine, ja, der deutschen Sprache nicht mächtig wäre. Und außerdem hört man hier keine Musik im Hintergrund. Das sind schon mal zwei ganz wichtige Punkte, wo man sonst die Betrüger erkennen kann. Ja, und das ist hier natürlich in der Tat sehr, sehr schwer, wenn der flüssig Deutsch sprechen kann. Und vielleicht auch noch ein bisschen auf das antworten kann, was man da am Ende denn auch fragt. Und das macht dann die Sache, oder die ganze Sache hier auf jeden Fall schon empfindlich gefährlicher für alle Leute, die von dem angerufen werden. Ja, und im schlimmsten Fall hält man das für seriös. Ja, und dann ist man seine Kohle los. Ah ja, hier habe ich so eine Seite, ja. Super, da steht es in der Mitte einzahlen. Und wenn Sie da drauf klicken, da öffnen Sie die diverse Abkürzungen und Sie nehmen die zweite von oben, die Buchstaben VPS2. Bitte. Warum? Weil die gilt halt für die Karte. Und die anderen? Und die anderen, je nachdem, also, es hängt von dem Land ab. Ach so. Ja, und dann? Ja, dann, also, sehen Sie so eine Zeile stehen. Da geben Sie bitte 250 ein. Und dann auf B bitte. So. Und weiter halt, da kommen Sie schon alleine zurecht. Und dann? Ja, das sind die diverse Spalten, die müssen Sie dann erfüllen. Ja. Also da kommt die Name, Vorname von Ihnen, E-Mail, Telefonnummer, also Stadt. Da kommt bei mir nur Error. Error kommt. Also, da müssen Sie nochmal zurück und in der Zeile, das ist ganz wichtig, müssen Sie 250 eingeben. Warum? Weil 250 € ist ja Mindestguthaben, also mit dem, also Ihr Handelskonto aktiviert wird. Aber da stehen ja 50 drin. Und Minimum 10. Ja, 50. 50 ist der Betrag, mit dem Sie bei der Position einsteigen können. Aber als Guthaben hervorschreiben müssen mindestens 250 auf Ihrem Handelskonto als Basis da sein. Und dann von diesem Geld können Sie mit je 50 pro Position investieren. Warum? Ja, und warum? Warum was? Verstehe nicht. Na, wenn 50 ausreichen, warum muss ich denn 250? 250 ist das Mindestguthaben, was auf Ihrem Handelskonto da sein muss, um überhaupt damit positionmäßig einzusteigen. Wenn Sie nur 50 einzahlen, da können Sie keine einzige Position bei der Börse betätigen. Nicht? Aber man kann doch auch mit 5 € bei der Börse handeln. Mit 5 €? Ja. Wo? Bei welcher Börse können Sie mit 5 € handeln? Bei Binance zum Beispiel. Bei Binance können Sie nur mit Krypto handeln. Nee, das stimmt Und nicht. wir sprechen über die normale Börse. Ja, Bei aber uns sind alle Bereiche vorhanden. Bei Binance Rohstoffe, Währungen, das habe ich bei Binance auch. DAX. Bitte? Ich sage, das habe ich bei Binance auch. Nee, Sie sind bei uns. Bei uns Ja. haben Sie Handelskonto registriert. Nicht bei Binance. Ja, aber da habe ich doch auch eins. Ja, da haben Sie auch eins, okay. Kein Problem, aber da gelten eine Vorschriften, hier die anderen. Also, wenn das möglich wäre, wiederholen Sie bitte den Vorgang, geben Sie den richtigen Betrag ein und dann also fahren Sie fort. Und dann? Also, wo sind Sie jetzt momentan? Im Büro. Ich meine, beim Vorgang, meine ich. Ach so. Ja, da steht wieder Error. Ja, ich habe immer was zu meckern, ne? Also,
Das Gelache hier von dem Typen, ne? Es ja, geht eigentlich im Kundenservice auch nicht. Vom Prinzip her, ich meine, gut, kann ja mal passieren, dass man da den Kunden auslacht, aber das Problem ist, man lacht den Kunden aus. Und das mal sollte man auf jeden Fall auch nicht machen, wenn man da was an dem Kunden verdienen möchte. Denn letztendlich macht er sich damit ganz schön unsympathisch, indem er den Kunden hier am Telefon irgendwie auslacht und damit das Gefühl gibt, dass der Kunde ein bisschen blöd ist. Tja, also so ist zumindest meine Auffassung von der ganzen Geschichte hier. Ja, und naja, aber es gibt halt hier auch wirklich kaum Punkte, wo man jetzt großartig sagen könnte, hier fällt der Betrug auf. Weil letztendlich, der wirkt schon professioneller, klar, wenn man aufs Gesamtbild achtet. Aber ihr müsst euch immer vorstellen, hier sind auch im schlimmsten Fall absolut unwissende Leute dran, die damit noch keine Berührung hatten. Und in dem Punkt oder in dem Fall kann das hier dann schon wieder etwas seriöser wirken. Ne? Wie gesagt, ist ja keine Musik und der Mitarbeiter spricht Deutsch. Also Sie haben da 250 eingegeben und dann haben Sie auf WPS2 gegangen. Mhm. Und hat es nicht geklappt? Nee, da steht Error. Ja, dann also, wahrscheinlich also funktioniert das momentan nicht. Dann schlage ich vor, ich schicke Ihnen die Überweisungsdaten, Sie machen ganz normale Online-Banking. Ja. Geht es? Ja, da muss ich dann zur Bank gehen. Bitte? Da muss ich dann zur Bank gehen. Ach, zur Bank. Ah, Online-Banking haben Sie nicht. Mhm. Na gut, dann also, falls es Ihnen bequem ist, also, dann gehen Sie heute oder morgen zur Bank. Ich schicke Ihnen jetzt die ganzen Daten per E-Mail. Und dann? Ja, dann also, wenn Sie die Einzahlung gemacht haben, schicken Sie dann bitte per E-Mail ein Foto oder einen Scan vom Zahlungsbeleg. Ich leite das an die Buchhaltung weiter und Ihr Handelskonto wird aktiviert. Aha, da haben wir dann doch noch das Indiz dafür, dass es definitiv Betrug sein muss. Denn diesen Beleg, den braucht keine normale Firma von euch. Allenfalls, wenn ihr euren Strom nicht bezahlt habt und die ja, Zwangsabschaltung droht, dann kann man vielleicht einen Beleg schicken, damit man ja das Ganze noch irgendwie abwehren kann. Das macht man aber dann von sich aus und in Absprache. Hier wird's gefordert. Vorhin hat er noch gesagt, ja, man kann ja da 2 Tage warten. Und jetzt auf einmal will er doch noch was per E-Mail zugeschickt haben, einen Screenshot oder irgendeinen Beleg. Tja, und das ist wie gesagt nur die, das ist typisch wieder Betrug, weil ihr letztendlich, wenn ihr das überweist, bezahlt ihr auf Konten von Mittelsmännern. Die Konten gehören teilweise den Callcenter-Mitarbeitern nicht mal, beziehungsweise diesem Callcenter-Konstrukt nicht mal. Das heißt, die haben keinen Zugriff darauf. Die warten darauf, dass der Mittelsmann das Geld überweist. Damit die aber wissen, wie viel Geld der Mittelsmann bekommen hat, ja, müssen die ja wissen, wie viel Geld auf das Konto eingegangen ist. Und dementsprechend ja, brauchen die einfach den Beleg und sehen halt das Geschäft nicht als Geschäft an, wenn man da nicht diesen Beleg mit einschickt. Ja, und da sollte man auf jeden Fall die Finger von lassen, weil das verrät eigentlich schon, wie dieses Callcenter letztendlich arbeitet. Und da melde ich mich und wir vereinbaren Termin mit dem finanzzuständigen Finanzberater, der Sie dann betreuen wird. Mhm. Wissen Sie, dass das kriminell ist, was Sie machen? Was kriminell ist? Na, das, was Sie hier gerade am Telefon machen. Das nennt man bandenmäßigen Betrug. Inwiefern? Ja, das ist bandenmäßiger Betrug. Bandenmäßiger Betrug? Ja. Und wo liegt das Betrug? Ja, indem, wenn ich da Geld einzahle, ist es weg. Wieso ist es weg? Ja, Sie zahlen das nicht an uns, das ist an Ihr persönliches Handelskonto. Ja, das ist ja Quatsch. Auf Ihren Familienname. Das ist Quatsch. Das passiert ja danach nicht. Also, natürlich. Nee. Ich schicke Sie in die Überweisungsdaten, schauen Sie selbst. Mhm, genau. Da steht Ihr Name beim Verwendungszweck. Ja, ja, das kann man ja da hinschreiben, das interessiert ja nur keinen dann. Herr Lassenberg, da versteht ihr überhaupt nicht. Wenn Sie meinen, dass das irgendwie kriminell oder dubios ist, wieso haben Sie das Handelskonto registriert? Weil ich den Anruf haben wollte. Na, und jetzt haben Sie es. Weiter? Ja. Und dann kann ich Zeit von euch verplempern. Zeit was? Zeit verplempern. Mhm. Ja. Also, finden Sie das lustig? Ja. Ich finde das ganz nett. Mhm. In okay. In der Zeit, wo wir telefonieren, können Sie keinen anderen betrügen. Alles klar. Ja. Gut. Vielen Dank. Alles Gute für Sie. Dann bis später vielleicht.
Also zum Schluss hat er mich dann doch nochmal verwundert, weil er ganz kurz zum Schluss oder kurz vorm Ende nochmal ein Wort gesagt hat, was ich so nicht definieren konnte und ich kann euch nicht sagen, welche Sprache das war. Vielleicht hört ihr das ja wieder raus und könnt es mir in den Kommentaren mal reinschreiben, was ihr daraus gehört habt. Vielleicht ist es auch einfach wieder nur ein ausländischer Mitbürger, der in Deutschland vielleicht sogar aufgewachsen ist, aber eben ausländische Wurzeln hat. Oder im Ausland geboren und hier in Deutschland aufgewachsen ist, irgendwie so in die Richtung wird sein. Auf jeden Fall hat er einen deutschen Akzent gehabt, meiner Meinung nach zumindest. Tja, und das macht die ganze Sache besonders traurig. Und auf jeden Fall auch nicht weniger harmlos, sondern eher viel mehr krimineller. Weil hier konnte tatsächlich der ein oder andere eher drauf reinfallen. Weil viele Punkte einfach gefehlt haben. Ich meine, letztendlich hat viel wieder auf den Betrug drauf hingedeutet und man konnte ganz klar raushören, worum es hier eigentlich geht. Ja, aber was soll man machen, ne? Ich hoffe, euch hat dieses kleine Aufklärungsvideo wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann mich gerne unter ccabzocke auf Twitter besuchen oder unter callcenter-abzocke auf Instagram. Hier seht ihr jetzt noch die Playlist zu allen anderen Videos. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.